das ist normaler Boden, der ist ungefähr 1 Meter mächtig. Darunter sah die Planung vor, dass es eine Drainageschicht aus Kies gab. Wenn ich mir diesen Bereich anschaue und überlege, wie viel Kies ich woher dann hier auftragen müsste, ist es dann doch auch wiederum ein erheblicher Eingriff in die Landschaft. Möchte man gar nicht wissen, wo ich das alles ausbaggern muss und mit wie vielen LKWs ich hier rantragen muss. Deshalb wurde eine Lösung gewählt, die eigentlich sehr komplex ist. Das ist so eine in sich versetzte Drainageschicht aus Gittern, die übereinander gelegt wird, auch relativ kleine Luftporen dann dazwischen hat und die einfach dazu führt, dass das Sickerwasser, was hier oben auftritt, durch den Oberbogen kommt, dann drainiert wird. Jetzt ist die Frage, wo geht das hin? Das geht einfach, darunter liegt dann nämlich eine Kunststoffdichtbahn, wo die ganze gesamte Deponie einzeln in den Wagen verklebt wurde. Also eine Kunststoffdichtbahn, die dicht ist, was das kommt, geht jetzt durch den Oberbogen, durch die Drainageschicht, kommt auf diese Kunststoffbahn und kann dann abfließen als Oberflächenwasser und